Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Bonusfolge von Nier Automata. Ich habe, nachdem wir in der letzten Folge den Secret Boss in Form von Emil bekämpft haben, ja, gleich in zweierlei Hinsicht, mir so überlegt, was ich euch noch nicht gezeigt habe und im Rahmen dieses Let's Plays gerne zeigen möchte. Und eine Sache davon ist so eine Art geheimer Boss, geheimer Mini-Boss. Ich hatte das in der letzten Folge, glaube ich, schon mal angedeutet, aber es gibt hier im Park auf dem Attraktionenplatz, das war der Ort, wo ich mich hingeportet habe, da gibt es die Möglichkeit, sich sehr schnell auf das maximale Level hochzuleveln. Und zwar ist das relativ gut versteckt und sehr interessant gemacht. Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Ich werde das jetzt ja alles mit dem Hacken und so nicht hinbekommen, weil das wieder voll der Vorführeffekt sein wird, aber ich habe diesen Boss. Ich weiß nicht, ob man den als Boss betiteln soll oder ob das jetzt einfach nur ein starker Gegner ist. Für mich hat das schon ein bisschen Boss-Charakter. Schon allein aufgrund des Schwierigkeitsgrades, aber ja, den habe ich volle Möhre übersehen im regulären Spiel. Also was heißt übersehen? Man sieht den schon. Erstmal drauf zu kommen, dass es sich hier tatsächlich um einen Boss handeln könnte. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Nehme ich ihmchen hier. Guck mal, der frisst nämlich Schaden, wenn man den angreift. Und der wird sich irgendwann erheben und anfangen, uns zu attackieren. Ich hoffe, meine Plugins und alles sind richtig eingestellt. Der ist relativ stark. Ich habe den bisher immer nur mit Hacken besiegt. Der ist auf Level 99 wahrscheinlich keine Herausforderung mehr. Ich weiß nicht, ob ich mir jemals den Text da angeguckt habe. Wie gesagt, Stufe 80 ist schon hart, wenn du das hier zu früh triggerst. Aber wenn du so ab Level 60 oder so bist, ich glaube, das wurde auch empfohlen, das ab Level 60 auch erst zu nutzen, um sich weiter zu verstärken, dann geht das schon klar. Wenn man mit dem Hacken halbwegs zurechtkommt, da bin ich ja auch so ein bisschen zwiegespalten. Also einige Stages hier sind relativ einfach und andere. Enemy silenced. Threat has been neutralized. Und einige andere brauchen ein bisschen. Habt ihr gesehen, Power-Up-Teil G habe ich bekommen. Das braucht man, um die Pots zu verstärken. Das war überhaupt erst der Grund, warum ich darauf gekommen bin, dass ich hier den mal aktiviere. Und der wollte am Ende noch irgendwas sagen und das habe ich jetzt voll weggedrückt. Das war keine Absicht. Aber jetzt habt ihr den auch gesehen. Ihr habt gesehen, wie viele Erfahrungspunkte der gibt und damit kommt man relativ schnell voran. Also das hat selbst in den 90er-Level-Bereichen immer noch pro Kampf dann, ja, 2 bis 3 Level-Ups gebracht. Und ich hatte damals ja auch noch diesen Boost mit drin für mehr Erfahrung pro besiegten Gegner. Deswegen kann da wahrscheinlich sogar noch mehr bei rumkommen. So, der Rest wird jetzt einfach nur lesen sein. Also deswegen ist das auch ein Bonus-Part, denn ich habe im gesamten Let's Play komplett die Waffenbeschreibung ignoriert. Ich habe mir das einmal angesehen, ne, habe dann festgestellt, dass ich das für ziemlich cool befinde, wie das hier gemacht wird und möchte mir jetzt mit euch zusammen hier jede Waffe einzeln anschauen. Also wen das nicht interessiert, der braucht auch nicht vorzuspulen, denn ich werde in dieser Folge nicht mehr machen, außer mir die Texte anzugucken. Sogar zu den bloßen Fäusten gibt es eine Beschreibung. Bloße Androidenfäuste sind passable Waffen, doch effektive Treffer an Maschinenwesen sind schwierig. Gut, hier haben wir natürlich die Detailansicht nicht. Das heißt, unsere erste richtige Waffe wird jetzt Toreue sein. Ich fange mal immer mit den Details an. Das Schwert eines Dieners, der seinen Herrscher verehrte. Sowohl Klinge als auch Treue sind rein. Spezialfähigkeiten, um die geht es mir gerade eher weniger. Also wer möchte, kann sich das durchlesen. Das werde ich nicht tun. Das hier, finde ich, ist eigentlich der spannendste Teil an den Waffen. In einer fernöstlichen Hauptstadt lebte einst ein Poet, der sich ganz seiner Kunst hingab. Doch seine Worte erreichten die Herzen der Menschen nicht. Schon bald nagte er am Hungertuch und sein Leben wurde unerträglich hart. Der Poet erkannte sein unzureichendes Talent. Er legte den Stift nieder und arbeitete fortan auf dem Land. Schnell wurde seine blasse Haut dunkel und sein einst so schwacher Körper wurde sehnig und kräftig. Er fand eine Frau und heiratete sie. Jahre später wurde ihr Kind geboren. Die Zeit verstrich friedlich und ohne Probleme. Irgendwann ahnte er, dass es wohl kein größeres Glück geben konnte. Oder so ähnlich, schrieb es der Poet nieder, bevor er den Stift weglegte, das Blatt schluckte und betete, dass das nächste Leben gut sein würde. Dann vergrub er seinen Glauben tief in sich.
Ich muss ja gerade zweimal lesen, ob da wirklich das Blatt schluckte stand. Aber ja, das tat er wohl tatsächlich. Ihr könnt ja so ein bisschen, wenn euch das auch interessiert, rekonstruieren, welche Geschichte euch am besten gefällt. Das mit den Bildern hier ist auch so schön. So schön gemacht. Vielleicht können wir am Ende dann so in die Abstimmung gehen, was uns davon am besten gefallen hat oder so. So, Eisenrohr. Ein rostiges Eisenrohr voller Flüssigkeit von Maschinenwesen, okay? Papa, wenn dir kalt ist, gebe ich dir gern meinen Hut. Schließlich bist du der beste Vater der Welt. Das erinnert so krass an den Einstieg in den ersten Teil mit Jona und dem Keks. Papa, wenn du hungrig bist, gebe ich dir gern meinen Keks. Du bist immerhin mein Lieblingsmensch auf dieser Welt. Ja, sage ich doch. Ich schwöre euch, ich habe das vorher nicht gesehen, aber das wird wohl auch kein Zufall sein hier, mit, auch mit der Formulierung und alles. Papa, wenn du Angst hast, schlafe ich gern an deiner Seite. Du bist doch mein bester Freund auf dieser Welt. Also gehe bitte nicht weg, in Ordnung, Papa? Lass deine Jona nicht allein, okay? Krass. Das glaubt mir jetzt wahrscheinlich kein Mensch, wenn ich sage, dass ich das vorher nicht gesehen habe, aber es passt alles zusammen. Eisenrohr, Startwaffe, erster Teil, die Szene mit dem Keks, die Szene mit Jona. Dass der Name jetzt ja auch nochmal schwarz auf weiß zu lesen ist, das finde ich irgendwie total schön. Tja, wer hier abgebildet sein wird, das ist, denke ich mal, klar, ne? Ja, total schön, total Nostalgie, aber so erging es mir ja schon, als wir das Eisenrohr überhaupt gefunden haben. Aber das finde ich toll, dass sie da den Bogen schlagen. So, Bestienverderben, ein Schwert mit einem Bestienmotiv. Es ist kurz und dünn und bleibt deshalb leicht unbemerkt. Geschichte. Es waren einmal drei Prinzessinnen. Die mittlere war zwar nicht besonders schlau, aber überall als große Schönheit bekannt. Als sie alt genug war, wurde sie mit dem König eines Nachbarreichs vermählt. Der Nachbarkönig himmelte die Jungvermählte an und schätzte ihr Aussehen über alles. Er schenkte der Prinzessin täglich 6 neue Kleider und 8 frische Blumen, und durch seine Liebe erblühte ihre Schönheit immer mehr. Die mittlere Prinzessin tat alles, um ihre Schönheit für den König zu erhalten, aber sie wusste, der Zahn der Zeit würde irgendwann an ihr nagen. Nach langem Grübeln ersann sie daher einen gerissenen Plan. Die Prinzessin ließ sich ausstopfen und aufstellen, sodass sie für immer schön bliebe. Der König vergoss Freudentränen bei dem Anblick, doch bei einem Krieg 2 Jahre später wurde sie von Trümmern der Burg zerquetscht. Oh, okay, das kam abrupt. Ja, mein Beileid, rest in peace und so. Interessant. Schön. Irgendwie haben die Bilder was für sich, finde ich. Phönixdolch. Ein zeremonielles Werkzeug, angeblich aus Phönixfedern. Dekorativ und nicht kampferprobt. Mhm. Ah, die Waffe finde ich echt schick. Von Anfang an fand ich die schon total klasse. Mir gefällt der Phönixdolch auch besser als die Phönixlanze, mit der ich gerade rumlaufe, rein optisch gesehen. Am Tag ihrer Hochzeit lag das Mädchen da. Ihre Eltern und ihre Liebsten waren tot. Sie selbst wurde neben ihren Leichen geschändet. Als sie schwor, die grausamen Täter umzubringen, erschien ein leuchtender Singvogel. »Ich will deinen Wunsch erfüllen«, sagte er. »Wünsche bei diesem Dolch und vergiss nie den Hass, den du spürst.« Das Mädchen packte die Waffe und zischte, »Ich schwöre, nie zu vergessen. Bitte, bereite ihnen einen qualenvollen Tod.« Die Zeit verstrich und irgendwann erhielt sie ihre Rache. Jahre später, sie war schon alt, erschien der Vogel erneut. »Was ist mit deinem Schwur?« fragte er. Doch sie verstand nicht. Und was war aus ihrem geliebten Dolch geworden? In dieser Nacht brachen Diebe in ihr Haus ein, schändeten ihre Tochter und ermordeten ihr Enkelkind. Der Singvogel erschien wieder und fragte, »Wie lange wird dein Hass dieses Mal brennen?« Okay. Das ist schon böse, aber auch ein cooles Symbol. Also bisher konnte man alle auch super in Einklang bringen mit der Geschichte, ne? Obwohl das vom Zeichenstil, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, ja nicht so detailverliebt ist, sage ich mal. Umso schöner ist das am Ende. Uralter Herrscher, vor langer Zeit nutzte ein grausamer Fürst dieses Schwert gegen seine eigenen Untertanen. Oha, und lass mich raten, von diesem Fürst handelt auch die Geschichte. Eines Tages plünderten Banditen ein Dorf. Um ihre Familie zu schützen, ergriff ein junges Mädchen einen Dolch, den sie gefunden hatte, und tötete einen davon. Die Familie war schockiert, doch die Banditen flohen und kamen nie wieder. 5 Jahre verstrichen, dann 10, dann 20. Die Familie, die sie beschützt hatte, wurde älter, doch das Mädchen nicht. Irgendwann gingen die anderen Dorfbewohner ihr aus dem Weg.
Da niemand mehr mit ihr sprach, verließ sie ihr Dorf, erkundete die Welt und besuchte viele fremde Länder. Als die Jahre verstrichen, wurde ihr Geschick und ihr Ruhm als Meisterschwertkämpferin zur Legende. Ewiges Leben, eine mächtige Waffe und grenzenlose Erfahrung. Mit diesen Talenten wurde sie Königin einer Nation. Trotzdem war sie von Leere erfüllt, denn sie sehnte sich nach der Herzlichkeit ihrer Familie, die sie verloren hatte. Ich glaube, ich kann gut nachempfinden, wie es ihr geht. Ja, überall die Tränchen hier im Bild mit implementiert. Schwerttyp 40. Eine fortgeschrittene Klinge für Elite-Yorha-Mitglieder an der Front. Kraft steigt mit Ladung. So, so. Sieht auf jeden Fall ziemlich schick aus. Habe ich jemals damit gekämpft? Keine Ahnung. Yorha F&E Team-Tagebuch, 29. August. Meeting zum Fortschritt der neuen Waffe abgehalten. Angesichts der vielen Beobachter via Orbit-Satelliten ist anzunehmen, dass sie viel von uns erwarten. Yorha F&E Team-Tagebuch, 10. Dezember. Hatten heute unsere erste Kerninstallation. Es gab beunruhigende Anzeichen, darunter Probleme mit unerwartetem irregulärem Output und Kernverteidigungen. 8. Januar. Die Schaltkreise von 3 Angestellten sind nacheinander durchgebrannt, nachdem wir versucht haben, den Kernschutz zu entfernen. Ich habe Ersatzpersonal angefordert. 15. Januar. Das Kommando hat unser Projekt gekappt. Die Waffe wird offiziell in Betrieb gehen, wobei der Kern versiegelt bleibt. Okay. Schwerttyp 3. Eine betagte Yorha-Klinge bewährt bei Androiden-Veteranen. Kein neues Modell, aber zuverlässig. Geschichte. Die Waffen des Schmieds waren weder auffällig noch ansprechend, aber im Kampf versagten sie nie. Diese Zuverlässigkeit bescherte ihm eine endlose Zahl loyaler Kunden. Und doch nagte etwas am Schmied. Seine zahlreichen Waffen hatte er immer nur an Schweinen und Kühen getestet. Er fragte sich, wie es wohl sei, sie einmal an Menschen auszuprobieren. Der Schmied ging mit einem Schwert zum Schlachtfeld, hieb auf die Leichen ein und war enttäuscht, wie leicht es durch die Körper glitt. Das war nicht befriedigend, er wollte spüren, wenn er damit durchs Fleisch schlitzte. Daher überarbeitete er ein Schwert und bedachte nicht den Schmerz, den es verursachen würde, bis eines Nachts ein Räuber bei ihm einbrach, sich die Waffe griff und ihm zeigte, wie effektiv sie war. Okay. Alles klar. Tugendvertrag. Ein weißes Schwert, wie es Samurai früher trugen. Sieht protzig aus, ist aber von höchster Qualität. Ja, finde ich auch schick. Wie lange kann ich auf diesem blutigen Schlachtfeld kämpfen? Wie lange, frage ich mich. Wie lange kann ich in diesem endlosen Krieg weiter beschützen, was ich so liebe? Wie lange, frage ich mich. Wie lange kann ich noch an eine Welt glauben, die so sehr voller Hinterlist und Wahnsinn ist? Wie lange, frage ich mich. Wie lange kann ich die düstere Zukunft dieser Welt noch verdrängen? Wie lange, frage ich mich. Guck mal hier. Ach, wie schön. Ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht Zitate aus dem Spiel hier sein könnten. Aber ich glaube, die Fragen, auch wenn sie nie über die Lippen unserer Protagonisten kamen, werden sich wahrscheinlich schon einige gestellt haben. Schwarzes Schwert eines orientalischen Kriegers hat die Aura einer ernstzunehmenden Waffe. Grausamer Schwur. Warte mal. Okay. Geschichte. Vor langer Zeit gab es eine Gruppe von 7 Jungen, die im selben Dorf geboren waren. Obwohl nicht verwandt, behandelten sie sich wie Familienmitglieder. In einer kalten Nacht erschien eine Wahrsagerin und warnte vor einem Verräter unter ihnen. Die Jungen lachten und nahmen es gelassen. Doch am Morgen war einer von ihnen tot. In jeder folgenden Nacht starb ein weiterer Junge. Das gegenseitige Misstrauen wurde immer größer und die Überlebenden quälten sich mit Gedanken über das Geschehen. Am Morgen des 7. Tages war nur noch einer übrig. Er wischte das Blut von seinen Händen und sagte kichernd zu sich selbst: »Ich suche mal besser den Verräter.« Gar nicht creepy oder so. Wenn du auch rechts dann auf die Spezialdings da guckst und da steht Dunkelimpuls, das wird irgendwas mit seinem Träger anrichten. Schade, dass das Bild hier nochmal das gleiche ist. Es sei denn, ich bin nicht imstande, da Unterschiede zu sehen, aber ich meine, es ist das gleiche. So, Yorha-Schwert. Diese gewöhnliche Klinge ist die Standardwaffe aller Yorha-Truppen. Okay.
Guten Morgen, liebe Hörer. Es wird Zeit für einen weiteren Hörerbrief mit eurem Radioidol DJ24D. Also starten wir in diesen Tag, alles klar? Wie geht's, liebe Hörer? Ja, ich weiß schon, ihr denkt alle noch an die Aufräumaktion von gestern, richtig? Wir haben vielleicht viele gute Leute verloren, aber immerhin ist es ja unser Job, stimmt's? Hallöchen, liebe Hörer. Euer Radioidol DJ24D hat in letzter Zeit wenig Hörerbriefe bekommen. Mögt ihr mich nicht mehr? Haha, oder hört vielleicht niemand zu? Hihihi, egal. Wer ist bereit loszulegen? Hallo, ist da jemand? Ist das Ding überhaupt an? Ich bin's, liebe Hörer. 24D, ich bin ein Idol, schon vergessen. Ein Idol, ein Idol, ein Idol, ein Idol. Bodo, bodo, bol. Alles klar. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Hyper Dimension Neptunia, an den ersten Teil. Dieses Radiothema, sage ich einfach nur, ohne jetzt da näher drauf einzugehen. Kleine Schwerter, Maschinenschwert. Eine improvisierte Klinge von Maschinenwesen. Es mag aus Müll bestehen, ist aber effektiv. So. Je mehr alte Aufzeichnungen ich über die Spezies Mensch lese, desto faszinierter bin ich. Wir Biomaschinen müssen tun, was wir können, um diese wertvollen Relikte und ihre Inhalte zu bewahren. Die Aufzeichnungen belegen, wie wichtig Raub und Fortpflanzung für das menschliche Überleben waren. Dennoch galten solche Handlungen als sündhaft. Warum wohl? Ich habe heute ein berühmtes Menschenbuch gefunden. Auch nach zehnmaligem Lesen erkenne ich keinen Sinn darin. Was macht es wohl so interessant? Eureka! Offenbar lag die Antwort direkt vor meinen Augen. Ich bin einfach unfähig, irgendwas über die Menschheit und die Welt im Allgemeinen zu verstehen. Ach, wie wunderbar es ist, in einer geheimnisvollen Welt zu leben. Ah, auch interessant. Auch interessant. Eiserner Wille. Die Kraft dieser stumpfen Klinge kommt von ihrer Masse. Riecht sie nach Eisen oder Blut? Wahrscheinlich nach beidem. Die Schwertklinge, stumpf durch Jahre der Untätigkeit, war, wie der Name sagt, ein einfaches Stück Eisen. Seine blutige Vergangenheit besteht nur aus rostigen Erinnerungen, die dem narbigen Stahl zu Leibe rücken. Wer sollte dieses Stück Eisen noch führen, dessen Klinge nun hinüber ist? Wer könnte es mögen, wenn es den Feind nur verprügeln, aber nicht aufschlitzen kann? Wer könnte sich diesem Unsinn hingeben? Das Schwert seufzte leicht, als es endlich zur Ruhe kam. Doch bevor es friedlich zu Staub zerfallen konnte, nahm eine Gruppe machthungriger Narren es auf und machte seinen Traum erneut zunichte. Roter Rost waren die Tränen der Waffe, Blut und durchtrenntes Fleisch der Beweis für seinen Fluch. Nun soll es wieder Knochen brechen, Fleisch zerfetzen. Dies und mehr soll die Buße für seine Sünden sein. Gar nicht brutal oder so. So eine richtige Horrorwaffe mit Horrorgeschichte, oder? Wenn man sich die so anguckt, keine Ahnung, warum ich gerade an Stephen King denken muss, aber okay. Eine verfluchte Axt gesalbt mit Blut unschuldiger Zwillinge, um die Götter zu besänftigen. Der Zwillingszahn. Ziemlich coole Waffe, wie ich finde. Zwillingsseelen wurden Zwillingsgöttern geopfert, gebunden an ein unzerstörbares Schwert mit doppelter Schneide. Kam es zu Schaden, reparierte es sich selbst. Die beiden Klingen trennten sich nie, sie waren für immer zusammen. Die Seelen der Waffe sehnten sich danach, eins zu sein, als Einheit alt zu werden und zu lieben. Das ist der Grund, warum wir beide dieselbe Person lieben. Ich bin ich, ich bin ich. Sieh mich an, liebe mich, hör auf, mir nachzusprechen, tu ich gar nicht. Wir sind zusammen, wir sind eins, Leben oder Tod. Ob wir unsere Feinde töten oder gar uns selbst, unsere Körper werden eins sein. Für alle Zeit, jemand trennt uns, oh Gott, bitte hell. Alles klar. Oh! Brutal, das Schwert habe ich am Anfang gar nicht gesehen, aber interessant. Erklärt auch den Begriff Zwillingszahn ganz gut, ne? So, Bestienlord, ein Schwert mit Biestmotiv, das alle niedermäht, die die Autorität seines Trägers anzweifeln. Mhm. Es waren einmal drei Prinzessinnen. Der Ältesten wurde alles Wissen vermittelt, um die klügste Frau im Königreich zu sein. Schon bald saß sie als Königin auf dem Thron ihres Heimatlandes. Die neue Königin stellte eine mächtige Armee auf. Zur Finanzierung besteuerte sie ihre Untertanen, die im Gegenzug jedoch Arbeitsplätze in den neuen Kriegsfabriken erhielten. Menschen arbeiteten, Geld floss und je stärker die Armee wuchs, desto mehr Fabriken waren nötig. Ein Kreislauf. Mehr Arbeit, mehr Geld, mehr Arbeit, mehr Geld. Alles lief wie die Königin es geplant hatte. Um das Königreich weiter zu stärken, wurden wir in Maschinen verwandelt. Dadurch sollten wir unsere Leistungen in Fabriken und beim Militär erhöhen. Unsere Königin jedoch wurde zum Steuerungssystem. Aha, deswegen muss man das in Caps Lock schreiben. Sollen sie das einfach zeigen, dass
die zu dem Zeitpunkt, wo das verfasst wurde, schon Maschinen waren. Okay, also die Bilder scheinen sich hier und da zu doppeln. Wobei das ja passt, ne? Vorhin war auch die Rede von Prinzessinnen. So, Phönixschwert ist das nächste. Ein Schwert, das angeblich aus Phönixfedern besteht und von Tempelwachen genutzt wird. Jawohl. Eines Tages verirrte sich ein Falke im Wald. Vergeblich versuchte er, nach Hause zu finden. Bald wurden seine stolzen Schwingen schwach. Dem Tode nahe nahm sich ein Singvogel des Falken an und half ihm, so gut er konnte. Der Singvogel pflegte den Falken langsam gesund. Wie wunderschön es aussah, wenn sich der kleine weiße Vogel in die eleganten Schwingen des Falken kuschelte. Bald wurden die anderen Tiere im Wald neidisch. Als der Falke gesundet war, wurde es Zeit für ihn, den Wald zu verlassen. Doch bevor er davonflog, versprach er, dass er eines Tages wiederkommen werde. Als Zeichen der Freundschaft schenkte ihm der Singvogel eine seiner leuchtenden Federn. Wie versprochen kam der Falke eines Tages zurück, jedoch mit einem Menschen im Schlepptau. »Gut gemacht«, sagte der Mensch, »diese Federn sind auf dem Markt viel wert.« Dann erschlug er den Singvogel und rufte seinen Leichnam. »Was?« Alter, ich wollte gerade sagen, das ist bisher eine der schönsten Geschichten gewesen. Warum enden die alle so brutal? Ich glaube, da haben die Entwickler irgendwie so ein Fable für, oder? Aus eigentlich schönen Szenarien immer was mega Trauriges rauszuholen. Ich finde, das ist so ein richtiges Niermerkmal geworden. Ich glaube, nach zwei Spielen kann man das durchaus sagen. Eine fortgeschrittene Yorha-Waffe, um Maschinenwesen zu zerstören. Kraft steigt mit Ladung. Schwerttyp 40. Entwicklungstagebuch 0504 Takada. Ich hatte eine unglaubliche Idee, etwas, das noch nie zuvor jemand gemacht hat. Gleich morgen früh als erstes werde ich es ausprobieren. 0704, immer noch Takada. Der Boss hat meine Idee, Metalllegierungen mit magischen Elementen zu versehen, abgewiesen. Dreifach verdammter Narr. Begreift er nicht, wie viel Geld wir damit machen könnten? 1201, das soll wahrscheinlich 12.01. oder so sein. Es läuft nicht sehr gut. Die Haare fallen mir aus. Ich denke, es liegt am Stress. Ich muss einen Weg finden, dieses Projekt erfolgreich zu machen. Und zwar bald. 12.15 Fujita. Ich konnte das Problem beim Datencheck nicht finden, aber ich gebe nicht auf. Nach Takadas Tod liegt es an mir. Ich bin der Einzige, der seine Arbeit fortsetzen kann. Okay. Das hier kennen wir, glaube ich, auch schon. Also das Bild meine ich. Die Waffe hier sieht auch cool aus, Schwerttyp 3. Eine ältere, langlebige Yorha-Waffe, geeignet, um Maschinenwesen zu Schrott zu verarbeiten. Mhm. Das Großschwert war für den heftigen Schmerz bekannt, den es seinen Opfern zufügte. Nur deshalb hatte es sich ein Mann trotz seines Gewichts genommen, denn er wusste, dass er so gefürchtet wurde und Konflikte vermeiden konnte. Der Ruf des Mannes verbreitete sich im Dorf, obwohl er seine Klinge nie zog. »Lasst ihn nicht diese schreckliche Waffe einsetzen«, flüsterten die Bewohner. Der Mann schmunzelte. Er wusste, Angst war der beste Weg zum Frieden. Bald ließ der Mann zahlreiche solcher Waffen anfertigen. Er gab sie den anderen Dorfbewohnern. Er hoffte, sie würden Konflikte dann eher mit Worten als mit Gewalt austragen. Und sein Plan funktionierte. Für eine Weile. Alle Seiten in Schach zu halten ist einfach, wenn niemand seine Macht einsetzt. Doch sobald die Schwelle überschritten wird, ist das Ende nah. Und so verwandelte sich das friedliche Dorf über Nacht in eine wahre Hölle. Warum war mir das klar? Also der vierte Abschnitt ist ja meist der, der dann immer die totale Kehrtwende mit sich bringt. Tugendabkommen. Die strahlend weiße Klinge dieses Samurai-Schwertes hat noch keinen Tropfen Blut gesehen. Was? Wollen wir das mal ändern? Erste Begegnung mit meinem Liebhaber. Fehlgeschlagene Verbindung zu meinem Liebhaber. Mein Liebhaber ging in die Ferne. Mit dem Tod verschwand mein Liebhaber in die Ewigkeit. Okay. Ist das eine Liebesgeschichte, die eine Maschine erzählt? Sah so aus von der Schreibweise. Dieses Schwert eines Kriegers ist durch das Blut jahrelanger Kämpfe pechschwarz gefärbt. Ach, das ist der Grausblutschwur. Wo ich mir nicht sicher bin, wofür das eigentlich steht. Ich werde die Zeit nie vergessen, als wir uns trafen. Ich wusste, unsere Liebe würde ewig halten. Doch trotz unserer Nähe blieben seine Gefühle ein Geheimnis. Es tat weh, nicht zu wissen, was er dachte. So weh. Wenn ich ihm nah war, tat ich ihm weh. Doch fern zu sein, schmerzte ihn noch mehr. Endlich habe ich meinen Platz im Leben gefunden. Einen Platz so nah wie möglich und doch unendlich fern. Okay, also bei dem Waffennamen habe ich ja fast mit einer anderen Geschichte gerechnet. Diese Axt eines Maschinenwesens besteht zwar aus Schrott, kann aber heftig zuschlagen. Maschinenaxt.
Da habe ich ja schon gearbeitet, ne? Menschen kämpfen. Warum? Warum Menschen lieben? Warum tun Menschen sich zusammen? Du, warum lebst du? Tja. Du wirst wahrscheinlich nicht die einzige Maschine gewesen sein, die sich die Frage gestellt hat. Dieser dekorative Speer, der aus Phönixfedern bestehen soll, wurde von Mönchen genutzt. Von Mönchen und von 9S in meinem Let's Play. Die Legende erzählt von einem beispiellos mächtigen Krieger. Ein Phönix verlieh ihm Unsterblichkeit. Er zog von Krieg zu Krieg, immer auf der Suche, seine Kräfte zu beweisen. Schließlich überforderte sein unsterblicher Körper seinen Geist. Er rammte sich wieder und wieder seinen Speer in den Leib. Doch jedes Mal schloss sich die Wunde und es blieb nicht einmal eine Narbe. Er sprang von Klippen, stürzte sich in die tobende See, zündete sich an, aber immer ohne Erfolg. Doch eines Tages glitt er gnadenvoll in eine tiefe Ohnmacht und erwachte Jahrhunderte später mit einem Singvogel auf der Brust. »Du hast für deine Sünden gebüßt«, sagte der Vogel. »Wenn du es wünschst, werde ich dich vom einsamen Leben befreien.« Der Mann vergoss Freudentränen und dankte den Göttern, bevor er den Vogel urplötzlich zu Tode trampelte. »Was? Warum müssen immer die armen Singvögel so brutal sterben? Hat das Spiel was gegen Singvögel? Ich möchte keine weiteren toten Singvögel. Bitte. Aber ich glaube, das bleibt uns nicht erspart. Ein Speer mit Bestienmotiv, einst von einem Fürst zur Unterdrückung aufmüpfiger Untertanen genutzt. Okay. Es waren einmal drei Prinzessinnen. Die jüngste Prinzessin galt überall als die hässlichste Frau im ganzen Land, doch ihr Herz war sanft, ehrlich und rein. Beseelt davon, Notleidenden zu helfen, reiste die jüngste Prinzessin durchs Land, um den Bauern Beistand anzubieten. Doch sie wiesen ihr Wohlwollen mit grausamen Worten zurück. Die Prinzessin wusste, dass sie wegen ihres Aussehens gemieden wurde. Dennoch widmete sie ihr Leben der Hilfe anderer und nahm an, nur noch mehr Hingabe zeigen zu müssen. Tag für Tag ging das so weiter, endlose Jahre lang. Die jüngste Prinzessin starb einsam, zusammengekauert in einer nasskalten Gasse. Niemand fand den Mut, sie zu bestatten, weil sie so hässlich war. So verweste sie an Ort und Stelle, bis sie völlig im Erdboden verschwand. Wie traurig ist das denn bitte? Wie traurig. Bestienfluch. Du hast ja echt eine traurige Geschichte. Also hier kriegst du ja gar kein Ranking rein. Da tobt ja eine hier die andere. Ein Speer, der symbolisch für das Bündnis eines mächtigen Kriegsherrn mit einem Drachen steht. Okay. Ich hatte einen Traum von dem Tag, an dem ich ihn traf. Er war klein, er war unbedeutend, er war schwach, doch er hasste die Welt ebenso wie ich. Ich beschloss, ihm zu helfen, und er tat dasselbe für mich. So wurde unsere Freundschaft geboren. Sie war natürlich nicht perfekt, wir machten beide Fehler, trotzdem blieben wir Freunde. Der zarte Wind, der dieses Grasland streichelt, hat einen angenehmen Duft. Ich berühre mit meiner Wange die seine und er zuckt, als hätte es ihn gekitzelt. Dann breite ich meine Flügel aus und lasse mich von ihm in die Höhen tragen. Gott sei Dank. Kein böses, abruptes Ende. Ich habe die ganze Zeit, je idyllischer sich solche Geschichten immer aufbauen, desto größer ist meine Angst jetzt, dass dann irgendwann der große Knall kommt und genau das Gegenteil passiert. Das Double eines Prinzen nutzte diesen Speer, um sein Mündel zu töten und fand dasselbe Schicksal. Okay. In einem fernen Königreich lebten einst zwei Prinzen. Der Sohn der Königsgattin war klug, aber schwach. Der Sohn der zweiten Ehefrau des Königs war dämlich, aber charmant und ein begnadeter Krieger. Welcher Sohn sollte Thronfolger werden? Als der Tod des Königs auf dem Schlachtfeld bekannt wurde, erklärten sich beide zum nächsten wahren König und versuchten, die Leute hinter sich zu bringen. Inmitten dieser Krönungsschlacht erschien ein dritter Mann und behauptete, ein Prinz zu sein. Klug, fähig und tapfer stellte er die beiden einfältigen Brüder in den Schatten und wurde ein weiser, gerechter und geliebter König. Jahrzehnte später bekannte der König auf dem Sterbebett nicht königlichen Blutes, sondern ein bürgerlicher zu sein. Nach dieser Enthüllung stürmten die Leute die Burg und erhängten ihren geliebten Herrscher an den Dachsparren. Mhm. Ende gut, alles gut. Nicht. Je nachdem, kommt drauf an, aus welchen Perspektive man spricht, ne? Lanzentyp 40 oder 4.0. 4.0. Wollte ich sagen, keine Ahnung. Joha, Kommandantenwache tragen, Wachen tragen diesen Speer. Kraft steigt mit Ladung.
Hallo Leute, ich bin 42S, euer Lieblingsidol des Yorha-Trupps vom Verteidigungshauptquartier Nord 12C. Ich habe hier die neuesten Frontinfos, also lasst uns alle losziehen und unser Bestes geben, ja? Los, Team! Hallöchen, Kameraden, ich will nichts beschönigen, es gibt keinen Grund zu Optimismus, aber wir erwarten jeden Moment Verstärkungen von unseren Satellitenbasen im Orbit. Gebt also nicht auf, der Menschheit zur Ehre! Mayday, Mayday, hier ist Publicity Agent 42S vom Verteidigungshauptquartier Nord 12C. Hört mich jemand? Unsere Einrichtung ist vollständig von Biomaschinen umzingelt. Ich weiß nicht, wie lang... Keine Übertragung auf diesem Kanal. Boah. Da schaffst du es, die Waffe dann endlich auf Stufe 4 zu bringen und bekommst dann diese letzte Meldung da. Glückwunsch. So, hätten wir das auch geklärt. Lanzentyp 3. Ein alter Yorha-Speer, gebaut, um alte menschliche Waffen zu imitieren, altmodisch aber bewährt. Ja, so altmodisch sieht die gar nicht aus. Ich finde, die sieht irgendwie schon sehr modern aus, aber okay. Die schlichte Lanze spießte ihre Feinde mit maschinengenauer Präzision auf. Das Geräusch von Metall auf Knochen in Verbindung mit den schmerzerfüllten Schreien der Opfer klang wie Musik in den Ohren des Söldnermädchens. Tag für Tag kehrte sie zum Schlachtfeld zurück, begierig auf mehr Musik. Hier ein wahrer Hühne mit schwabbendem Hüftfett, dort ein dünner, feiner Herr, dessen Knochen sicher süßere Klänge erzeugen würden. Ach, wen nur zuerst? Das Mädchen kämpfte lange und erstach zahllose Feinde auf der Suche nach dem idealen Schrei, schrill und markerschütternd, doch dieses Ideal blieb ihr versagt. Wie sehr sie sich auch bemühte, würde sie je finden, wonach sie suchte? Plötzlich fand sie ein ansprechendes Stück Fleisch neben sich. Ihr Stich brachte einen Schrei hervor, so rein, dass sie lächeln musste. Lächelnd starr sie wieder und wieder zu, unfähig zu erkennen, dass es ihr eigenes Kind war. Alter. Ist das euer Ernst? Ich dachte, ehrlich, das kann jetzt an Grausamkeit nicht mehr übertroffen werden, aber ich glaube, ich prognostiziere jetzt gar nichts mehr. Dieser blitzweiße Speer strahlt mit dem Stolz des arroganten Samurais, der ihn einst trug. Okay. Der elegante weiße Speer wurde von einem Tyrannen gefertigt, als Geschenk für seine Frau, deren Eltern er Jahre zuvor getötet hatte. Sie bewahrte ihn unter dem Bett auf. Später rammte sie ihn 30 Mal in seinen Körper. Fängt er schon mal gut an. Die zweite Speerbesitzerin war eine mutige Bürgermeisterin, die Banditen bekämpfte. Im Alter versiegten ihre Kräfte. Eines Nachts kreiste eine Gruppe junger Räuber sie ein und nahm ihr alles, auch das Leben. Die dritte Besitzerin war eine gierige, betrügerische Händlerin. Bald wurde sie gemieden und verarmte. Daher beschloss sie, sich zu erhängen. Der ungenutzte Speer lehnte in einer Ecke ihrer Wohnung als Dekoration. Der vierte Besitzer war ein guter Junge, der seiner kränklichen kleinen Schwester helfen wollte. Er gab alles dafür, auch seine Existenz und die von allem anderen auf der Welt. Und die von allem anderen auf der Welt, jawohl. Das Bild ist neu. Ja. Grausame Arroganz. Die tiefschwarze Spitze glänzt mit der Unbarmherzigkeit des Kriegers, der keine Gnade kannte. So, so. Die dunkle, grässliche Lanze war von einer wunderschönen Handwerkerin gefertigt worden. Jedermann war voll des Lobes. Da wurde ihr Lehrling neidisch und erschlug sie. Natürlich. Die Lanze selbst verschwand bald im Nebel der Zeit. Der zweite Lanzenbesitzer war Puppenspieler. Er schuf eine Puppe mit Federantrieb, die fast alles konnte. Als er ihr die Lanze gab, rammte sie ihm die Waffe in den Schädel, direkt zwischen die Augen. Na klar, inzwischen schockt uns ja eh nichts mehr, ne? Der dritte Besitzer war ein junger Prinz. Die Lanze war ein Geschenk der Königin, die bald darauf starb. Am Abend nach ihrer Beisetzung verschwand die Lanze aus dem Zimmer des Prinzen. Zurück blieb nur ein kleiner Leichnam im Kinderbett. Ich sag dazu mal nichts mehr. Der vierte Besitzer war ein einfacher, ehrlicher Mann, der seiner kranken Tochter helfen wollte. Er gab alles dafür, auch seine Existenz und die von allem anderen auf der Welt. Guck mal, das endet so wie bei der letzten Waffe auch, ne? Auch das Bild ist, glaube ich, das gleiche. Ja, finde ich eigentlich ganz interessant so vom Aufbau, wenn man die ganzen Besitzer nach und nach durchgeht. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine weniger grausame Variante, mal gucken. Ein Speer der Maschinenwesen aus speziellem Schrott hergestellt, um Androiden zu zerstören. Wobei Waffen ja eigentlich dafür da sind, um grausame Dinge damit anzustellen, ne? Muss man ja auch so sehen. Mein Name ist Plato 1728, ich bin eine defekte Maschine.
Ich wurde für den Kampf entwickelt, aber ich kann keine Waffen nutzen. Alle machen sich über mich lustig und mein Leben ist schrecklich. Ich bin eine dumme Maschine. Ich habe mich in einer Schlacht verlaufen und gelangte zu einer Art Fabrik. Dort fand ich einen ganzen Haufen weggeworfener Puppen. Sie teilen mein Schicksal. Ich bin eine dämliche Maschine. Heute musste ich bei der Fabrik kämpfen. Die Puppen wurden alle völlig zerstört, denn meine Freunde und Feinde können nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich aktivierte meine Kanone und erschoss alle dort. Ich weiß nicht genau, warum ich das tat. Ich weiß nur, dass ich beschloss zu kämpfen, denn ich bin nur eine dumme, fehlerhafte Maschine. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir die gefunden haben. Kriege ich leider nicht mehr zusammen. Aber der Fundort wird bestimmt dazu passen. War das dann nicht sogar in der Fabrik? Keine Ahnung. Muss ich nochmal nachgucken. Engelstorheit. Eine Waffe aus unbekannten Teilen, die die heiligen Flügel von Engeln darstellen soll. Ich glaube, das könnte echt die hübscheste Waffe aus der Kategorie sein. Einst lebte ein Dämon, der eine Vorliebe für Engel hatte. Er träumte davon, an ihrer Seite Gott zu dienen und verfluchte, dass dies unmöglich war. Doch eines Tages kam er auf die Erde und brachte sich damit einen Schritt näher zum Himmel. Ein Engel wurde entsandt, um den Dämon zu töten. Als der Böse seinen Feind sah, brach er in Tränen aus und erklärte seinen Plan. »Bitte«, bettelte der Dämon, »du musst mir zwei eigene weiße Flügel geben.« Der Engel willigte ein, ihm weiße Flügel zu schenken. Dafür forderte er den Kopf eines anderen Dämons. Überglücklich tötete der Dämon einen der seinen und riss den Kopf vom noch warmen Leichnam. Der Engel geleitete den Dämon zum Himmel, wo er jahrhundertelang grausamste Torturen erleiden musste. Als der Schmerz übermächtig wurde, verlor er das Bewusstsein. Da wurden seine dunklen Flügel weiß, wie versprochen. Schönes Bild auf jeden Fall. Sehr passend. Auch wegen dem Engel-Dämon-Kontrast. Gut-böse Yin-Yang, wie dem auch sei. Eine Waffe aus einem nie gesehenen Reich, die die Klauen von Dämonen darstellen soll. Dämonenschrei. Es war einmal ein sanfter Engel, der auf die Erde kam, um jenen in Not Erlösung zu bringen. Er war immer da, wenn man ihn brauchte, zum Heilen, Segnen oder Aufmuntern der Traurigen. Der Engel half jedoch auch Sündern und Nichtgläubigen, und das war verboten. Jedes Mal, wenn er dies tat, verlor er eine Feder von seinen prachtvollen Schwingen. Eines Tages traf der Engel auf ein junges, krankes Mädchen mit großen Schmerzen, doch er konnte dem Kind nicht helfen, denn er hatte inzwischen alle Federn verloren. Der Engel verfluchte sich und die Grausamkeit der Welt. Sein Hass färbte Körper und Flügel gleichermaßen schwarz wie die Nacht. Unter Tränen aus Blut legte er dann seine Hände um den Hals des Mädchens. Schön. Ich hätte mir einen anderen Ausgang gewünscht, aber gut. Diese Yorha-Knöchel-Waffen aus dem Jahre 11.940 werden mit mehr Energieladung stärker. So, so. System Yorha-Daten der Einheit hochladen, Checkout, was IO schließen, Kern duplizieren, Yorha-Einheit finden, Daten aktualisieren, Daten prüfen, Konversationslog löschen, Daten der Einheit löschen, Systemdaten löschen, verlassen. Wow. Also das hier wird übrigens nicht mein Lieblingswaffentext. So viel kann ich schon mal sagen, aber ich tue mich eh schwer, da jetzt ein Ranking reinzubringen. Da gab es schon zu viele interessante. Diese alten Yorha-Waffen haben einen simplen, aber effektiven Explosionsmechanismus. So, so, zeig mal hier. Der Mann gab einen unmenschlichen Schrei von sich, als er seine Faust auf den Schädel seines Gegners krachen ließ. Und noch einmal, und wieder, bis das Opfer nur noch ein einziger blutiger Klumpen war. Der Mann hatte eine wunderschöne Frau, die jeden verrückt vor Neid machte. Sie lebten ein einfaches, glückliches Leben, doch der Mann wollte seine Frau um jeden Preis in Sicherheit wiegen. Eines Nachts kam der Mann nach Hause und fand einen Fremden in seinem Bett. Seine Frau sagte, dass er sich ihr aufgedrängt hätte. Da kochte der Zorn in dem Mann über und erschrak. Schwor, Rache zu üben. Der Mann kaufte eine Waffe von einem Schmied, der berühmt für seine Folterwerkzeuge war. Er benutzte sie, um seine Frau zu strafen, denn er konnte nicht ertragen, dass sie ihre Tugend nicht hatte bewahren können. Okay. Gruselig. Gruselig, gruselig. Tugendtrauer. Ein kühlweißer Samurai-Panzerhandschuh, der von seinem Meister gepflegt wurde, sah nie den Kampf. Okay. Ich sehe dich in meinem Schlaf, im unruhigen Schlaf. Mein Herz zerspringt, wenn ich erwache. Ich brenne darauf, dich in der Wirklichkeit zu sehen. Ich jage der Frau nach, die sich nach dir verzehrt. Der Schrei entzückt mich. Dein Körper und Herz sollen mir gehören.
Dein Herz, ich sehne mich danach, und doch erwidert es meine Liebe nicht. Du denkst nur an deine kalte, tote Ehefrau. So muss ich zumindest deinen Körper haben. Dein Kopf gehört mir, schöner Kopf. Die Augen, die mich ablehnten, sind jetzt so süß. Hasse mich, wenn du willst, missgönne es mir. Doch du wirst immer mein sein. Okay, sind das jetzt die ganzen Stories von den ganzen eifersüchtigen Menschen? Von den racherfüllten Exemplaren. So, ein Samurai-Panzerhandschuh, der von einem grausamen Kommandanten getragen wurde. Grausame Klage. Ich nehme das Schwert und kämpfe für dich. Mein Herz kennt keine Furcht. Eine starke und reine Liebe hat es entflammt. Ich schwinge mein Schwert für dich, besudle meinen Ärmel mit Blut. Ich lächle, ist das Chaos auch noch so groß. Ich erhebe mein Schwert für dich, unzählige Opfer. Ihre Todesschreie sind mein Schlaflied. Ich rufe, gib mir deinen Kopf. Fliehst du, fange ich dich und nehme ihn mir. Das alles tue ich für dich, für dich, für dich. Wo bist du? Ja, nach den Schilderungen kommt man dir bestimmt sicher gerne mit offenen Armen entgegen. So, eine Faustwaffe in der Form von Maschinenköpfen. Einfach, aber dank ihrer Masse stark. Also so. Mir fehlen Teile. Ich bin nutzlos. Meine Existenz ist überflüssig. Ich habe mich so bemüht, Mami. Ach Gott. Okay. Motorklinge. Ein Schwert, das innerhalb der königlichen Familie eines Landes voller Magie vererbt wurde. So, so. Ein kleiner Prinz schläft alleine in dem riesigen Schlafzimmer. Papa, Papa, ich will nicht alleine schlafen, denkt er sich, sagt aber kein Wort. Der König aber darf nicht gestört werden. Der König ist allein in seinem riesigen Büro und erledigt Staatsangelegenheiten. Er möchte doch nur bei seiner Familie sein und seinen Sohn sanft in die Arme nehmen. Doch er muss fürs Volk da sein. Eines Tages beim Essen fragt der König den Sohn, was er sich am meisten wünscht. Der König möchte mehr gemeinsame Zeit, doch der Junge hebt langsam den Finger und zeigt auf ein Schwert an der Wand. Es ist ein antikes Schwert, ein Familienerbstück, ein Zeichen für den Antritt der Herrschaft. Eines Tages, sagt der König, der ihm nur noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen möchte. Ich dachte, es geht noch weiter, deswegen habe ich das gerade voll bescheuert betont. Aber ihr habt wahrscheinlich trotzdem verstanden, wie das gemeint war. So, ein Stock aus Zypressenholz kaum als Waffe zu bezeichnen, aber seinem Nutzer macht er Mut. Besser als nix, wa? Aufwachen, heute ist ein besonderer Tag. Heute besuchst du zum ersten Mal die Burg, ruft meine Mutter aus vollem Hals mit völlig falscher Stimme und viel zu männlich. Sorry, das ist halt eine Mutti, die eine männliche Stimme hat, müssen wir uns womit arrangieren. Verärgert krieche ich aus meinem Bett. Mein 16. Geburtstag und ich habe... Mein 16. Geburtstag? Ach so, und ich habe eine Audienz beim König. Ich habe das Komma nicht gesehen. Warum kann ich denn jetzt nicht mehr lesen? Meine Mutter hat Sorge, dass der König mir eine wichtige Aufgabe zuteilen könnte. Daher gibt sie mir einen Zypressenstock. Na toll. Auf unserem Weg zur Burg labert Mama nur davon, wie toll das ist und wie lange sie schon darauf wartet. Ich habe das schon millionenmal gehört, daher halte ich wie immer den Mund. Bei der Ankunft sehe ich einen Freund aus der Burg kommen. Er sieht wie ein Superheld aus. Oh Mann, naja, wenigstens muss ich mich nur darum kümmern, ein guter Schreiner zu werden, wie mein Vater. Okay, die grausamsten Geschichten kommen offenbar alle nicht zum Ende. Also nicht hier bei den letzten Waffen, die wir jetzt noch offen haben. Waffen in Form von Emils Kopf aus einem unbekannten Einzelelement hergestellt. Hier bin ich ja jetzt mal gespannt. 2.9.12.422. Ich habe bestätigt, dass Maschinenwesen, die von den Aliens freigelassen wurden, ihr Netzwerk wieder aufgebaut haben. Ich sehe auch wieder Einheiten, die fliegen können. 15.10. bla bla. Ich entstand vor einer Woche neu, daher habe ich keine klare Erinnerung an die Zeit davor. Ich frage mich, wohin das Original vor all diesen Jahrtausenden verschwunden ist. 14.12. Ich habe bestätigt, dass der als 25. nach mir Geborene seine biologischen Aktivitäten eingestellt hat. Wir können neu entstehen, ja, doch vom Tod bleiben wir nicht verschont. 19.1. Unsere Erinnerungen sind lediglich Kopien, daher sind sie ungenau. Diese Androiden in Schwarz, ich kenne sie von früher. Sie schienen verwirrt, aber ich kann mich an nichts erinnern. Okay. Ja, damit sind wir mit allen Waffen durch. Also es hat sich mehr gelohnt, als ich gedacht hatte, muss ich sagen.
Ja, sehr brutal, sehr traurig teilweise. Ich fand diesen Schwenk zu der, zu Jonah halt ganz schön beim Eisenrohr. Und ansonsten haben mir, glaube ich, wirklich die Geschichten am besten gefallen, die dann den Besitzer immer wieder gewechselt haben. Ja, ihr Lieben, das ist dann hiermit auch das offizielle Ende der Bonusvideos, die ich dazu machen werde. Es wird noch mindestens ein weiteres Video geben, wo ich mir den DLC anschaue. Ich weiß allerdings nicht, von welchem Umfang wir sprechen, ob der mir Spaß macht, ob der wirklich auch Story-Inhalte mitbringt oder ob das wieder irgendwas Kampflastiges sein wird. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wie viel Zeit ich da investiere. Aber anschauen werden wir uns das auf jeden Fall zusammen. Ich werde das auch blind spielen, also mich da nicht vorher informieren. Und ja, lass mich einfach überraschen, wie es weitergeht. Und ihr hoffentlich auch, wenn ihr nicht schon längst wisst, wie das geht. Und was da passiert und hast du nicht gesehen. Und sollte es noch irgendwas geben, was euch interessiert, dann werde ich dazu wahrscheinlich kein weiteres Video machen, aber dann antworte ich gerne in den Kommentaren darauf, ne? Wenn es zum Beispiel darum geht, wo ich bestimmte Komponenten gefarmt habe oder so. Das ist ja in den Nier-Spielen auch im ersten Teil schon immer so ein bisschen tricky für die ein oder andere Komponente. Das habe ich ja nur alles offscreen gemacht mit den Waffen aufwerten und so. Und ja, ach, und es wird noch ein Video geben, ganz, ganz, ganz zum Schluss, wenn ich den DLC dann auch durch habe für mich, wo ich dann nochmal ein Fazit ziehen werde, was ein bisschen ausführlicher ausfallen wird, weil das habe ich ja auch nach den letzten Endings nicht gemacht, auch nach dem A-B-C-Ending nicht. Und das will ich jetzt natürlich nicht komplett streichen. Das bekommt aber hier ausnahmsweise dann auch ein separates Video spendiert. Gut, ihr Lieben, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!